Deswegen, ich würde am liebsten, hätte ich richtig Bock auf eine Map. Deswegen, wenn ihr vielleicht Maps kennt, die zum Beispiel noch keiner so Let's Played hat oder sowas, ihr könnt mir die gerne mal in die Kommentare schreiben. Jo meine Verrückten und herzlich willkommen hier zu ein paar Runden Minecraft Quick Survival Games. Ja, heute spielen wir einfach mal ein bisschen Quick Survival Games, dachte ich mir, ganz gechillt. Erstmal wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Sonntag hier. Ja, wir haben leider schon wieder Sonntag. Was morgen ist, daran wollen wir jetzt erstmal gar nicht denken. Die freien Tage waren viel zu schön dafür und ich da noch erzählen wollte jetzt, heute sind wir dann brunchen gewesen, hier bei mir, und was mir dann da so zu Brunch gerade eingefallen ist, ne, das sind so typische Sachen zum Brunchen, ne, sowas typisches einfach, was ich da nochmal kurz erzählen wollte, und zwar, und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es genauso seht, ne, es ist einfach so, ne, beim Brunchen gibt es einfach so viel Auswahl, das ist ja Standard. Wenn man brunchen geht, Alter, man hat 5000 Sachen, die man sich reinpfeifen könnte. Ja, nice, hier lag ein Schwert, sehr gut. Die man sich reinpfeifen könnte, ne? Also so gefühlt 10.000 Sachen, so ein Mega-Buffet hat man da einfach vor einem stehen. Und dann, ehrlich, dann testet man sich ja fast durch alles durch. Also alles so, wo man sieht, oh, guck mal, das könnte ich mögen. Das probiert man dann ja auch. Und dann ballert man sich das noch am besten auf jedes, auf Brötchen rauf oder sowas. Also man zieht da richtig durch. Okay, so. Jetzt habe ich ein Eisenschwert. Das habe ich mir gerade ein bisschen abgesnackt. Aber komm, snacken kann man auch mal gönnen. So, okay. Auf jeden Fall, echt, da ist dann immer so ein Mega-Buffet. Einfach, und dann man zieht sich da dann immer rein, ne? Das ist so krass, Alter. Also man gönnt sich da mal richtig. Und deswegen, das finde ich immer so heftig, wie viel Essen es da einfach gibt. Ne? Das ist immer Auswahl en masse, und man ist danach, nachdem man brunchen ist, immer. Ich bin immer danach so voll gefressen, weil man einfach, also da brauchst du eigentlich schon fast den ganzen Tag gar nichts mehr essen, weil man ist einfach so dermaßen voll gefressen. Aber echt, geht nicht mehr klar, ey. Das ist immer so heftig. Man ist einfach voll gefressen des Todes. Kann man einfach sagen, und das hat gerade voll gar nicht geklappt. So, okay, zack, der kriegt jetzt eine kurze Ping-Schelle noch mit. Und bang, bang, bang. So, zack, okay, alles klar. So, dann wollen wir mal gucken, okay, haben wir schon alles. Noch einer lebt, da waggen wir aber jetzt erstmal noch kurz und warten hier noch kurz, bis das Deathmatch anfängt. Ja, und was es dann auch immer bei so einem Dingsamonster alles gibt, ne? Es gibt ja auch so viele leckere Sachen, die es quasi zu Hause bei so einem normalen Frühstück ja nie gibt. Zum Beispiel, was weiß ich, so, also so zum Dessert, also so gegen 12, gibt's bei dem, wo wir brunchen gegangen sind, gab's dann zum Beispiel auch noch Pfannkuchen und so ein Gedödel. Also mega leckere Sachen auf jeden Fall. So richtig viel geiler Scheiß einfach. Anders kann man es einfach nicht beschreiben. Es ist einfach mega viel geiler Scheiß dabei gewesen. So, mein Friendorino. Na, komm mal her. So, zack. Oh, jetzt darf er aber eigentlich nicht mehr treffen. So. Ups. Und zack. Na toll, Alter. Okay, er hat keine. Er hat, glaube ich, gerade noch. Er hat wieder Pfeile. Stimmt, ich habe ein paar verschossen. Ein paar viele. Das ist ja ein bisschen das Problem, wenn man hier die ganzen Pfeile verschießt. Okay, jetzt einmal kurz drauf da. Oh, scheiße, das war knapp jetzt gerade. Oh, 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 er gibt uns aber mehr Schellen als wir ihm. Oh, 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 ja, nice. GG auf jeden Fall. So, hab. Und wir gehen direkt in die nächste Runde rein. Und zwar auf, ach, wie geht man so eine richtige Abfuckrunde auf Nuketown? Da will ich nicht mal unbedingt viel schaffen, viel erreichen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, da rein gehen wir direkt. Und es gibt da immer, also das ist immer so krass, ne? Und dann gibt es auch so, ja, so Pfannkuchen, Dessert ohne Ende. Dann gibt es so irgendwie, keine Ahnung, so gefüllte Eier oder irgendwie sowas. Halt, also Tonnen an Kram, Tonnen an Sachen, die man sich da reinpfeifen kann. Oh, scheiße, okay, Mist. Es war klar, guck mal, halbes Herz, das war ja wohl nicht mehr normal, du. Das halbe Herz, so, das haben wir nicht mehr hingekriegt. Wir gehen direkt auf Wait, weiter geht's. Und, ja, also das ist immer unnormal. Ihr könnt es mir gerne mal reinschreiben, wie ihr brunchen. Ich liebe auch brunchen, ne? Man macht es ja leider nicht so oft. Es soll ja auch was Besonderes bleiben, ne? Aber ich, das ist immer so lecker. Und man braucht den ganzen Tag danach irgendwie gefühlt. Also abends vielleicht nochmal eine Kleinigkeit, aber
eigentlich brauchst du danach gar nichts mehr essen. Wenn du brunchen warst, brauchst du eigentlich wirklich nichts mehr essen. Ja, auf jeden Fall, was das eigentliche Thema eigentlich war. Also das eigentliche Thema eigentlich war, okay, Patrick, alles klar. Es war nämlich, ich wollte ein wenig über neue Projekte sprechen. So, da sich manche da auch so gefragt haben, so, neue Projekte, was gibt es denn mal irgendwann mal wieder? Ja, also ich wollte mal einfach mal, so grundsätzlich müssen wir es dazu ansprechen, weil ich hätte eigentlich mal wieder richtig Bock, ein Projekt zu machen. Eigentlich hätte ich richtig Bock, mal wieder eine geile Map zu zocken, weil früher zum Beispiel so, früher, wenn ich mich daran erinnere, ich habe früher zum Beispiel mit Gomme, die 60 Duelle Map, beste Map ever, hat mir mega Spaß gemacht, die war so witzig, wir haben gelacht ohne Ende, also wir haben eigentlich so gesehen nur gelacht, ja, also es gab, glaube ich, gar keine Sekunde, wo wir mal nicht gelacht haben, ist einfach so und ich glaube, gegen den verlieren wir jetzt, ja, war klar, okay, schade und ja, es gab, glaube ich, irgendwie gefühlt keine Sekunde, in der wir einfach nicht gelacht haben. Irgendwie, weiß ich nicht, wir haben immer so rumgeblödelt oder auch mit René früher die Epic Jump Maps alle, die wir durchgezockt haben oder hier Diversity und sowas. Es war einfach, es hat mega Spaß gemacht, aber das Problem ist, ich finde einfach im Moment keine guten Maps, die nicht irgendwer schon mal gebracht hat oder sowas, weil man möchte ja eigentlich immer neue Sachen, innovativ halt, also quasi neu dann dementsprechend und ich finde einfach nichts, das ist ein bisschen blöd. Deswegen, ich würde am liebsten, hätte ich richtig Bock auf eine Map. Deswegen, wenn ihr vielleicht Maps kennt, die zum Beispiel noch keiner so Let's Played hat oder sowas, ihr könnt mir die gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich und René sind beide schon auf der Suche, krass heftig auf der Suche einfach. Also wir sind beide am Watchen, ja, wir watchen out, Alter. Wir sind richtig am Watchen hier. Oh, scheiße, die Kuh rastet aus. Die Kuh rastet aus, die ausrastende Kuh. Die rastende Kuhde. Oh, 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 oh. Der Let's Craft, Alter, der kriegt jetzt erstmal eine mit, du. Der kriegt eine kleine Schelle. Und die Raping-Kuh. Okay, Mist. Okay, erstmal ganz schnell raus hier. So, wir haben nämlich nicht mehr so viel Herzen. So, schnell aufessen. Okay, und dann jetzt, glaube ich, mal ganz schnell weg, wa? Oder wir killen die Kuh jetzt hier erstmal. Ja, okay, nice, da haben wir die Kuh. Und was mit dem da? Was machen wir mit dem? Sollen wir den auch nochmal killen hier? Oh, scheiße. Oh, kacke, oh, kacke, oh, kacke, oh, kacke. Der muss einfach nur im Wasser bleiben, glaube ich. Dann können wir immer noch schön zurückrennen. Na. Nein. Nein. Und er hatte noch so viel Herzen. Ach, Mann. Ich bin einfach der Boss. Ich bin einfach der Boss. Die erste Runde mega gut gemacht und die nächsten jetzt voll am Arsch. Aber ist ja nicht so wild, ne? Skill ist ja nicht immer alles. Schreibt wahrscheinlich wieder rein, jemand, schlechtes Gameplay, Freaks. Aber ich bin hier doch am Probieren. Ich probiere ja, mich zu verbessern die ganze Zeit, stetig. Aber ich bin halt manchmal echt ein bisschen failig. Also ich weiß selber, dass ich manchmal einfach richtig doof in irgendwelche Leute reinrenne. Das ist einfach, manchmal ist das einfach Dummheit, was ich hier veranstalte. Weil ich laufe da Leute rein, die da mega die krasse Rüstung haben. Jetzt wahrscheinlich auch schon wieder. Hier irgendwie und keine Ahnung, ich selber eigentlich gar nichts, ne? Und hier, der hatte nichts, gut, das war schon mal, kann mal so blöd. So, oder der hier, okay, der hat jetzt mal nichts, ne? Also den können wir jetzt ja eigentlich easy locker killen. Sowas mit dem, oh shit, Alter, oh. Oder hier, die Leute kommen auch direkt auf mich zu und verfolgen mich. Nice, 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 nice mit Reis. La, la, la. Und er ist immer noch da, haha. Ha, ha. Schade, Schokolade. Okay, dann gehen wir mal einfach woanders hin. Einfach hier, wo sich dann zwei streiten, freut sich der dritte, ne? Ah, schade, doch nicht. Doch nicht so blöd, wie ich gedacht habe. Das ist natürlich doof, Alter. Mist! Mann! Okay, gut. Dann gehen wir auf Dust 2. Wir spielen jetzt noch eine Runde auf Dust 2. Ja, auf jeden Fall hätte ich mal wieder richtig Bock, so eine geile Map zu zocken. Ihr könnt ja mal einfach mal reinschreiben, was ihr davon haltet und einen Daumen geben, wenn ihr das auch so findet. Und wegen dem Brunch auch können wir einfach reinschreiben. Das ist, Brunchen macht einfach mega Bock, ey. Das ist immer so schön. Vor allem, ich finde auch Brunchen ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, ich wollte gerade sagen, ist eine gute Morgentätigkeit. Also kann man, also ist ja einfach so, das beim Brunchen trifft man meistens auch wieder ganz viele Leute aus seiner Familie wieder. Was einfach auch mega nice ist und mega schön einfach, dass man dann auch mal wieder ein paar Leute aus seiner Family hier am Treffen ist, ne? Oh Mann, nein. Och, der hat mich da auch ja, und dann zwei auf mich, oder was? Ach, Mensch. Freunde der Sonne, ey. Was geht ab bei euch? Das ist auch sowas, ne?
ich weiß es nicht, sich dann da so blöd einzumischen und probieren, irgendwie zwei auf einen irgendwie abzustauben. Oh, das ist immer richtig ätzend an QSG. Ich mag QSG eigentlich, zock's recht gerne, ich zock's auch öfter mal einfach so. Aber dieses Abgestaube da manchmal, dass es dann einfach dadurch dann nichts wird, weil Leute schon wieder am Abstauben sind en masse, ne? Da können wir mal ein bisschen durchdrehen, ey. Da können wir mal upgraden ohne Ende. So, okay, da haben wir schon mal einen ganz guten Brustpanzer. Da gehen wir hier mal direkt durch und snacken uns den hier. So, Freund der Sonne, tschüss. So, okay, was hier hinten los? So, der... Wow, du, da gab es aber eine kleine Explosion, du. Ein kleines Bum-Bum. So, vier Leute hinter einem hinterher oder wie auch immer, wie man das nennen möchte. Ich mache es wahrscheinlich selber auch. Also deswegen, ich frage mich manchmal, glaube ich, auch über Sachen ab, die ich selber auch mache. Und gut, dass das nicht gecheckt hat. Mein Gott. Nice. Oh shit. Oh shit, oh shit. Okay, was macht der da jetzt? Alter, okay. Der chillt da und snackt sich erstmal die Sachen, die ich gerade abgestaubt habe. Mann. Okay, erstmal einmal nochmal ein kurzes. Bang, 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 bang. Lord Keks PvP. Oh, was, Alter? Der hat einfach ein Eisenschwert. Was ist los bei dem? Was ist bitte los bei dem? Wieso hat der einfach ein Eisenschwert? Bitte? Bitte, Brigitte? Was ist da los, du? Was ist da schon wieder los an der Küste? Ne? Hm? Ja, okay, da wird einfach mal wieder abgesnackt. Oh, en masse, Alter. Oh, scheiße. Ja, okay, Freunde der Sonne. Alter Falter, du. Hier, Absnack-Party. Absnack-Party-Harty. Ich möchte gerne deine Sachen haben, bitte. Danke. Bitteschön. Ja, nice. Okay, den haben wir. Sehr gut. Okay, jetzt einmal kurz waggen. Erstmal schnell was essen. Oh, lecker, lecker, du. Das war aber gut, du. Das hat aber gut geschmeckt. So. Okay, die hatten einfach... Wieso haben die denn alle kein besseres Schwert, Mensch, da? Was denn da los, da? Okay. Noch 50 Sekunden gegen zwei ganz gute Menschen einfach. Der hier mit dem Eisenschwert direkt auf mich. Sehr gut. Alles klar. Okay, alles klar, BH. Ja, und er probiert mich jetzt irgendwo gegen zu boosten. Damit ich definitiv sterbe. Ich wusste es. Mann! Ach Gott, ich hätte, glaube ich, ich hätte jetzt höchstens durch mieses Abgesnacke sterben können. Ich spiele jetzt noch eine letzte Runde V-Tail und dann war es das auch schon wieder. Wollte ich noch erzählen? Das war es eigentlich schon. Also ich wollte so neue Projekte mäßig quasi einfach nur mal eben kurz erzählen, dass ich mega Bock hätte auf so Maps oder auch auf Projekte mit anderen YouTubern, aber das, was ich auch so schade finde, ist, dass irgendwie, also keine Ahnung, es werden nicht mehr so viele Projekte wie früher. Früher war das immer mit den Projekten richtig krass, also da gab es dann auch richtig viele so Battle-Projekte oder sowas. Das hat eigentlich auch immer Spaß gemacht, so kurze Sachen halt, so Short-Battles, also kurze Team-Battles oder sowas. Das war immer mega spaßig, aber das wird irgendwie, das gibt's einfach nicht mehr so oft. Das wird irgendwie nicht mehr so organisiert. Ich weiß auch nicht, warum. Verstanden habe ich das auch noch nicht. Warum irgendwie organisiert das nie jemand? So, zack. Okay, nice. Erstmal was essen hier oder so. Na, einfach durch da. Einfach einmischen hier. So, oh, Maxi PvP. Gegen den haben wir vorhin gespielt und haben gewonnen. Ja, haben wir. Glaube ich. Denke ich, schätze ich, meine ich. Okay, was hatte der? Der hatte einen goldenen Apfel. Okay, alles klar. Sehr nice. Da können wir uns auf jeden Fall gönnen das nächste Mal. Oh, guck mal, der... Oh, oh, ja, nice, Alter. Der hatte doch nicht mehr die krasse Rüstung. Oh. So, den Helm habe ich gesucht. So, zack. Okay, sechs Leute leben noch. Und dann geben wir da doch noch einfach einmal ganz kurz eine Schelle. Da hinten. So. Und übrigens gestern, was mir jetzt gerade noch so spontan einfällt, Bosscrafter... Ne, Bosscrafter, tschüss. Was mir noch gerade so spontan gerade einfällt, ist, gestern habe ich ja die Runde Ender Games hochgeladen. Und da haben viele Leute geschrieben, wieso hast du dich denn nicht mit dem Wassereimer runtergeworfen, weißt du? Also ich habe das
mir ist das erst danach aufgefallen. Also ich wusste, dass ich Wassereimer im Inventar habe, aber ich wollte nicht dieses MLG-Water-Style machen oder diesen MLG-Water-Style und dachte mir, und dann hat jemand geschrieben, du hättest ja auch einfach Wasser runterlaufen lassen können. Das stimmt, hundertprozentig hätte ich machen können. Ich Vollidiot. Das ist mir danach erst aufgefallen, wie blöd ich einfach gewesen bin. Anstatt einfach dieses Wasser runterlaufen zu lassen und mich da runterlaufen zu lassen. Mega intelligent auf jeden Fall. So, da vorne, mein Freund der Sonne. Ach du Scheiße, was ist da denn los? Was da denn passiert doch? Da ist ja gar nichts am Start hier. So, auf jeden Fall, GG, da haben wir noch die letzte Runde gewonnen. Die erste und die letzte gewonnen. Ist eigentlich ein ganz, ganz guter Schnitt von uns, finde ich. Und ich würde sagen, das war's jetzt hier mit dieser Folge Minecraft QSG und den beiden Themen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ja, folgt mir gerne auf Twitter und Co. Schreibt gerne alles in die Kommentare, was ich gesagt habe, wie ihr das findet, vielleicht neue Projekte. Wenn ihr Map-Vorschläge habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein. Cheerio, bye bye.